Ihr wollt wissen, was das hier werden soll? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt noch so machen sollen. Weil, wir bringen hier alles rein. Einzige, was uns fehlt, sind die Gasnobelisten. Für die brauchen wir aber... Das ist halt so doof, wir brauchen Biomasse dafür. Ich meine, das wäre jetzt kein Problem hinzugehen und zu sagen, komm, wir schnappen uns jetzt irgendwas hier und... Rex öffnen. Wir haben ja hier alle möglichen Sachen. Das wird, glaube ich, über die Alien-Geschichten gemacht. Ja, da könnten wir jetzt hier eine kleine Produktion hinstellen. Irgendwie drei Konstruktoren, die aus dem Zeug hier, egal was wir haben, erstmal das Zeug macht. Aber das wird halt nicht kontinuierlich gefüttert. Das ist halt doof. So ein Prinzip haben wir hinten ja schon. Warum bringt ihr Sachen? Wir sollten mir nichts bringen. Nur mal anmerken hier. Okay, da ist nur ausgehend. Da ist auch nur ausgehend. Hier drüben ist auch nur ausgehend. Da kommt die vierte. Wir wollten uns angucken, wie das hinten aussieht, wenn es dann da ankommt. Also wie gesagt, das wäre noch eine Möglichkeit zu sagen, komm, hier die, da haben wir sowieso genug von. Die würden wir uns wegnehmen. Also sprich, alles, was hier lang läuft, könnte man da nochmal abzweigen. Würden da anderes Zeug reinleiten, dass wir hier Gas haben und so. Das läuft ja jetzt alles schön. Ob das effizient ist, weiß ich nicht, aber ist auch relativ egal. Weil es geht nur darum, dass wir ein bisschen Zeug da hinten haben. Hier, die läuft wunderbar voll. Überwiegend mit Munition. Ab und zu kommt mal so eine andere. Ich glaube, das wird auch ein bisschen dauern, bis hier diese Container gefüllt sind. Ja, der geht relativ zügig hier, scheinbar. Oh, der auch sogar. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ja, der fehlt halt. Aber das ist halt... Wie gesagt, der ist halt hier so... Ich weiß nicht. Wir wollten aber einmal zurückfahren. Jetzt ist die Frage, fliege ich da einfach eben drüber oder nehme ich mir den Zug? Der Zug wäre theoretisch ein bisschen schneller, aber auch nicht so viel. Und dann müsste ich jetzt erst wieder da runter. Wir schnappen uns hier unsere Fähigkeit und fliegen. Gut, wir hätten hier natürlich einen riesengroßen Wald, den wir abholzen könnten, wo wir dann einfach irgendwo einen Container hinstellen und von da aus geht der ganze Spaß dann bam da rein und fertig. Das wäre eine Möglichkeit. Aber so wirklich gefällt mir nicht. Welche Möglichkeiten haben wir denn noch? Vielleicht riecht das doch. Oder ist das nur so? Wir rennen. Zack, und dann ab und zu mal rutschen, springen. Da kommt man ja relativ schnell voran. Ich könnte noch mal mich an einer Hypertube Cannon versuchen. Die habe ich ja bisher auch noch nie hingekriegt. Was ja vielleicht gar nicht so verkehrt wäre, weil gerade dieser Weg hier ist ja immer so ein bisschen... schwierig. Das ist alles jetzt nur noch um Zeit zu überbrücken, bis das da oben fertig ist. Aber was wir auch noch machen könnten, wäre gucken, können wir hinten im Bereich vielleicht Wüste oder wie heißt denn der andere Teil da? Rocky Desert. Können wir da irgendwie können wir da irgendwie was machen? Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier. Dass wir, keine Ahnung, da nochmal eine Kupferfabrik hinsetzen oder kriegen wir irgendwas hin, dass wir
kurzfristig das da oben beschleunigen. Also wir könnten gerne mal darum gucken, ob wir die Montageleitsysteme vielleicht auf 2 pro Minute hochkriegen. Was wir dafür brauchen und da hinten ein wunderschönes Turbo-Fuel-Kraftwerk, das überhaupt nicht so läuft, wie es laufen sollte, obwohl das eigentlich von der Berechnung her alles gut war. Aber gut. So ist das halt, ne? Also. Ja, was haben wir noch? Schneebälle brauchen wir, glaube ich, nicht gucken. Da sind genug drin. Die bringen ja eh nicht mehr so viel. Was schade ist, dass sie so ein bisschen genervt haben. Weil die waren eigentlich immer ganz witzig. So. Und dann können wir hier abkürzen. So. Wir sind jetzt hier an dem Busch. Genau. Und dann geht's hier rüber. Da ist unsere wunderbare Waffenfabrik. Nein, nicht Waffenfabrik. Munitionskiste. Munitionskiste passt eigentlich ganz gut. Nein, hier ist unser Munitionslager. Da könnte man noch ein Schild dran machen, vielleicht. So. Wow, ist wirklich. Und da kommen gerade wieder welche an. Das wird schön ausgeladen. So, wie sieht das eigentlich aus? Es kommt da unten an, das Zeug, aber es wird hier nicht vorne hingelegt. Warum eigentlich nicht? Warum steht hier einfach nur ein Feuermast? Ich will nicht. Warum kriege ich dieses Band nicht gelöscht? Weil das hätte ich jetzt mal ganz cool gefunden, wenn der Spaß direkt hier vorstehen würde, aber okay. Ja, kommt da rein. Wir könnten noch überlegen, ob wir die Schilder schräg kriegen. So, Musik. Anders. Wie sieht denn das hier aus? Jo, das kommt hier schön alles rein. Da kommt auch immer was dazu. Jo. Shenanigans. Ich bin froh, dass ich das Shenanigans-Schild hingestellt habe. Wo ich vergessen hatte, einfach drauf zu schreiben, dass es der Ausgang ist. Wunderbar. Auf dem Band dürfte sowieso noch nicht viel los sein. Faszinierend, was ich hier wieder gebastelt habe. Was sollte eigentlich da nochmal drauf? Moment. Achso, das ist der Ausgang, der geht da hinten rüber, richtig. Hier kommt langsam da runter. Wie gesagt, so wie ich das gebaut habe, ist das ziemlich bescheuert, weil das dauert natürlich ewig, bis alles raus ist, weil da wird jetzt immer alles möglich dazwischen gefummelt. Die Drohnen sind wahrscheinlich schneller mit dem Hinbringen als andere, aber okay. Ach, gut. Überlegen können. Noch ein Puffer 2. Was für ein Ding? Pufferspeicher dazwischen zu setzen. Aber okay, hier haben wir noch einen Weg. So. Ach ja, wir wollten hier noch Kisten hinstellen und nochmal ein. Das sind so Sachen. Wir können hier drin ein bisschen dekorieren. Jo. Oh, schon 10 Minuten. Wunderbar. Das heißt, wir packen uns mal ein paar Sachen rein. Wir wollen einen Shop haben. Wir wollen definitiv Produktion hier eine Werkbank und den Kollegen haben. Werkbank und den Kollegen wird für mich das Problem sein. Ne? Werkbank setzen wir hier hin. Dann hätten wir sie gerne. Die gefällt mir besser. So gefällt mir besser. Oder? Oh, komm. Die setzen wir uns schön mittig hier vor. Und zwar. Fast. So. Ja? Steht man hier so, ding, 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 kann da rausgucken. Wunderbar.
So. Wir wollten die Wand noch zumachen. Da hinten die Wand zumachen. Du hast noch nichts zu tun. Aber wie sieht's denn aus? Was brauchen wir für dich? Haben wir alles da? Das heißt, wir packen dich mal. Wo sieht's denn nach vorne aus? So wirklich nach vorne gibt es nicht. Hm? Ich setze mal einfach mal schräg hier hin. Ja. Weil hier hätten wir ja den Terminal, da sind 35 Coupons gerade drin. Sehr gut. Dann haben wir hier den Shop, wo wir sowieso gerade nichts mehr haben. Alles gekauft, gekauft, gekauft. Können wir einmal durchgehen. Auch alles gekauft. Auch nicht, dass irgendwie zufällig nochmal was reingekommen ist, was ich noch nicht kenne. Oder habe. Customizer. Sind wir auch mit durch. Fixit. Die Boombox haben wir, da brauchen wir auch keine zweite von. Ja, von der goldenen Nuss sind wir noch weit entfernt. Da haben wir, glaube ich, also 1000 dürfen wir noch nicht haben. Tasse haben wir, Fallschirme, okay, das ist alles nur Drizzle Peng hier. Wir könnten ein paar von denen, 25 Stück, damit wir wenigstens ein bisschen was da drin haben. Aber er ist halt auch Quatsch. So, Teile, okay. Das kann man sich halt holen, wenn man es braucht. Brauchen wir aber nicht. So. Dann setzen wir uns. Den Kollegen noch irgendwo hin. Das ist die Frage, wo hätte ich den gerne? Oh, den dahin? Moment. Kriegen wir das hin? Ich muss mal eben überlegen. Wände. Wenn ich eine Mitteltür mache. Steht ein bisschen weit an. Ah. Das sieht aber, glaube ich, auch blöd aus. Jetzt nur einmal. Machen wir das so oder machen wir. Also so auf gar keinen Fall, weil dann mach ich oben raus. Hier jetzt so einen hinmachen oder bleiben bei den Hexdingern für ein bisschen mehr Licht. Machen wir auch. Setzen da drüber. 1, 2, 3. So, wenn wir jetzt hier unten hingehen und den Kollegen nehmen, ja, der muss dann ein bisschen. Ist dann nicht so mittig, ne? Wie sieht denn das aus, wenn ich die Wand an die Tür an die Seite mache? Versuchen wir einmal. Wände. Ja, das ist aber auch eng. Okay, warum habt ihr das nicht genau passend gemacht? Aber es hat irgendwie was. Man kommt hier, man quetscht sich hier rein. So ist doch eigentlich ganz gut. Jo, so lassen wir das. Das ist schön, man sieht da hinten durch. Hat hier den Weg. Jo, kommt hier rein, hat hier drüben die Werkbank, hat da das. Das heißt, wir machen uns hier noch so ein bisschen Krams rein, was man so braucht, wenn man stirbt.
Nicht, dass mir das noch passieren würde, aber. Ja. Das ist halt eine Möglichkeit, die wir haben. Das würde ich gerne. Dieses Prinzip mit den Kisten auf den. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Jetzt hat er das mal erklärt. Das fand ich wirklich schick. Warum gehe ich nicht darüber? Ich wollte. Dorthin. Ich kann mal eben hier oben reingucken. Wie sieht denn das aus? Ja, okay, du bist schon mächtig voll. Ja, so wie ich das gebaut habe, ist das leider sehr, 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 sehr langsam. Weil natürlich erst hier hinten die abgearbeitet werden. Deutlich schneller. Wie sieht das hier aus? Ja, das geht noch. Aber du wirst. Du wirst definitiv nicht leer, bevor der da hinten neu ankommt. Habe ich da eine andere Möglichkeit, schneller zu fliegen? Erstmal ganz blöd gefragt, was wäre denn? Wenn ich diesen Ausgang an den Eingang packe, obwohl, dann geht das hier in ausgehend, ne? Nee, das ist doof. Jetzt hätte ich mich überlegt, das hier so durchzuschleifen. Aber eine Chance, innen drin noch einen Container als Zwischenpuffer zu setzen, haben wir auch nicht. Okay, wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt. Erstmal machen wir das, wo wir gedanklich schon angefangen hatten. Und wir könnten überlegen, diese Treppe noch anders oder so. Mit das hier noch anders zu machen. Wie man sagt, wir hätten gerne. Da unten ist das. Die Rampe hier. Zwei höher. Hat sich dann das Ding da unten. Das war nicht nett. Vielleicht habe ich auch überhaupt nicht darauf geachtet, dass hier die Motte rumfliegt. Ja, hallo? Vielleicht meine ich, ja, ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet und überhaupt nicht daran gedacht, dass das überhaupt existiert. Aber macht ja nichts. Übrigens auch schön, wenn das Vieh noch irgendwann schreien würde. Ich fliege mal drumherum. Aber das ist halt noch sehr, sehr, sehr instanziert. So. Das gefällt mir besser. Auch wenn mir diese Steile hier nicht gefällt, aber auf jeden Fall gefällt mir das besser. Und hier eine Wendeltreppe. Nein, das machen wir nicht. So, ich möchte was ausprobieren. Und zwar wollen wir. Das hatte ich schon mal gesehen. Ich weiß noch nicht mehr, wie man das. Deswegen, wir müssen jetzt ein bisschen zusammenraten. Setz dich mal dahin. Dann wollen wir. Organisation. Eine persönliche Aufbewahrungsbox. Warum muss die denn das mal dran? Das sind die Scharniere. Okay. Also genau andersrum. So. Dann gab es irgendwie eine Möglichkeit, das zu machen, damit man einen draufkriegt. Aber das sah echt gut aus. Ich glaube, wenn ich jetzt hingehe. Das mache, dann kann ich da drauf wiederum. Organisation. Eine Kiste genau da reinsetzen. Eine Kiste genau da reinsetzen. Dann kann ich
kann ich wieder so einen Snap nehmen. Kann da noch eine Kiste reinsetzen. So. Und theoretisch, wenn ich jetzt den wegnehme und den wegnehme, habe ich wunderbar drei Kisten übereinander. So. Und das müsste ich doch jetzt quasi nehmen können als Blueprint und oben drauf stapeln. Oder? Sieht denn das aus? Wenn ich jetzt oben drauf stapel, dann müsste vielleicht die untere weg, aber das ist ja auch nicht das Ding. Ja, die untere muss weg. Nee, hier. Aua. Ihr schlagt ins Gesicht, das hat wirklich wehgetan. Ah. Da ist ein Knopf, drück mal drauf. Ah. Entschuldigung, wir machen das noch. Jetzt gehe ich in die Mitte von dir. Eigentlich gleich, hier eigentlich gleich. Hier gleich in die Mitte von dir. So, wir setzen uns. Ein Step hin. Schnappen uns. Kiste. Setzen die schön in die Mitte. So, ja. Schön in die Mitte. Setzen uns. Nein. Ein Step hin. Nehmen uns eine Kiste. Machen den hier weg. Und den da weg. Und drücken jetzt nicht den Knopf, sondern wir gehen hier auf Symbol auswählen. Da nehmen wir diese persönliche Kiste und sagen, wie heißt eigentlich diese Kiste im Englischen? Ich schau mal eben nach. Einen kleinen Moment. Personal Storage Box. Das heißt Regal auf Englisch. Verdammt! Ich hätte sofort nachgucken müssen. Regal. Englisch. Shelf. Idiot. Also ich, nicht ihr. Personal Storage Shelf. Da schreiben wir erstmal nichts. Farbe. Oh, nehmen wir Storage. Ach, bleibt blau zum Teil. Mal nicht. So, dann wollen wir das Verzeichnis setzen. Storage. Wir dann Edit und fügen noch eine Kategorie. Add Subkategorie, genau. Die nennen wir Personal Storage. Personal Storage. Und Storage. Storage. So, packen den hier hin. Personal Storage Shelf. Blaupause Speicher. Sehr gut. Haben wir gemacht. So, wenn ich jetzt nämlich hingehe und sage, ich möchte eine Blaupause nehmen, Storage, diese, dann kann ich die doch hier oben okay, ich kann die hier nicht ansetzen. So funktioniert aber obendrauf nicht. Das funktioniert. Wir probieren jetzt hier rum, ne? Also. Ist schön. So setzt dann richtig. So kann er nicht. Okay. Was ist? Was ist, wenn ich jetzt hier hingehe, den wegnehme? Hier rüber gehe. Shelf Boxes.
Lassen wir alles so. Verzeichnis setzen. Dorthin. Ich musste immer drüber nachdenken, ob ich da jetzt noch irgendwo draufklicken muss oder nicht. So. Und jetzt kann ich hier hingehen und sagen, Pause, diese. Ich sehe nicht da rein. Das ist ja maximal ärgerlich. Also das... Schade. Wir gehen seiner Lehren Laufpause laden, den Kollegen, und die Kiste kommt wieder hin. Dann machen wir jetzt einfach das Ganze ein bisschen extremer. Wir packen eine dahin, dann setzen wir uns, ich hätte gerne noch ein paar von denen da oben drüber. Eins. Ich finde, 3 hoch ist ganz gut. Da hat man 9 so Kisten übereinander, vielleicht 10 eigentlich. So, jetzt machen wir. Den aus. Sagt ich. Den aus. Drauf. So, einer drauf. Kiste rein. Noch einer drauf. Ein da. Kiste rein. Den überschreiben wir gleich einfach und dann ist gut. Eigentlich gehofft, dass wir da anders angehen könnten. Nee, nicht. Aber okay. Das wird überschrieben. Verzeichnis ist da. Bam. Blaupause speichern. Ja, bitte überschreiben. So, das heißt, wir gehen jetzt einmal rein, bauen die auf. Ich würde davon 3 Stück nebeneinander machen. Das ist totaler Overkill, das weiß ich. Aber hier bin ich jetzt noch ein. Weg, praktisch. Ich habe hier den Ding jetzt auch wieder weggenommen. Nein, ich vergesse gerade nicht, was wir tun wollten, aber ich will den wieder stehen haben. Oder packe ich ihn direkt dran? Nee, so sieht irgendwie ein bisschen besser aus, oder? Hier rein, das ist nicht so ganz so. Da die Wand machen wir einmal. Haben wir nämlich hier den ganzen Storage-Bereich. Falsch. Blaupausen. Wir wollen diesen hier haben. So, jetzt kann ich das schön setzen. Dann sagen wir mal, wir fangen da an. Also, sieht schon abgefahren aus, ne? Ich komme an die... An die komme ich noch ran. Aber hier oben, ja gut, mit Springen geht's. Mit Springen geht's und ich kann sogar damit arbeiten. Jetzt wäre die Frage, mache ich die komplette Wand? Wird hier auf der gegenüberliegenden Seite, das sollte passen, ja, fast passen. Wenn ich von da gehe, dürfte ich da rankommen oder so. Ein bisschen Clipping.
Da kommen dann die, wie heißen sie? Hätten wir einmal medizinische und da hätten wir noch einmal Fragen mit Aufbewahrungsbox. Machen wir da die Gefahrengut hin und da die medizinischen. Oder wir könnten überlegen, jetzt so, ne, 3, 3, 3. Schauen. Erstmal muss ich jetzt nach drüben gehen. Das Ding ändern und die anderen Boxen machen. Aber so gefällt mir das im Prinzip schon. Weil es genau das, was ich möchte. Frage. Antwort. Okay. Das geht leider nicht so, wie ich gedacht habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hätte ja super geklappt mit meinen 10. Also zählen kann ich auch nicht. Wunderbar. Okay, ich habe langsam das Gefühl, dass die Streamer und so sind gar nicht so dumm, wie sie mich verwirken. Das kommt einfach, weil man nur so rausplappert. So. Den drüber. Höher. Den drüber. Bam. Nein. Ich hoffe noch. Dann gehen wir hin und sagen einmal 7 Stück. Ups. Du bist. Medical. Stolzscher. Symbol ändern wir. Okay. Nehme ich einfach mal so hin. Sag mir bitte. Danke. Medical Storage. Nein. Nein! Medical. Ach ja, zum Klicken ist auch zu blöd. Zeichen setzen dorthin. Dorthin, wenn ich den hier edit, den möchte ich gerne blocken sein. Dann tätigen. So, personal. Storage Shelves. Oder war das? Medical Storage. Perfekt. Und wir haben noch. Das gleiche einmal. Was ist denn da? Nein, die nehmen wir bei, oder sagt, muss schon. Und jetzt geht das wieder los. Organisation, Gefahrengut, Farm, Farm. Jetzt war eben fertig hier. Mal dahin. Noch einmal den da drüber. Dahin. Dann sagen wir Verzeichnis setzen. Uso. Biohazard.
Ist es. Habe ich das gerade nicht gespeichert? Nicht auf Speichern gedrückt. Ja. Alles gemacht, aber nicht auf Speichern drücken. Blockpause speichern. Blockpause gespeichert. Okay. Jetzt hole ich nochmal eben nach. So. Dann haben wir den auch gespeichert. Einmal noch da oben rein. So, wenn ich jetzt nämlich hingehe und sage Baupausen, dann hätte ich hier Medical. Warum willst du jetzt nicht? Danke. Danke. Und dann packen wir uns noch Biohazard daneben. Ja. Eins, zwei. Wie sieht denn das aus? Habe ich die jetzt alle? Wunderbar mit der Lasche nach hinten gepackt. Also heißt, ich müsste die alle nochmal drehen. Dann sieht es richtig schön aus. Das ist aber etwas, was ich euch jetzt nicht antue, dass ich es alles nochmal abweise. Oh, das ist verdammt viel. Uiuiuiui. Okay. Das werde ich nochmal selber korrigieren. Allein schon fürs Thumbnail, damit das schön aussieht. Ja, machen wir das und ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig. Kommentare freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.